Willkommen zu diesem Video. Heute geht's weiter mit der 1254. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir bekommen heute erstmal wieder eine wöchentliche Truhe, nehmen die hier einmal mit und bekommen hier dann gleich mal ein paar Odinsmarken, Holz, bisschen Seasonwährung, Fisch und dann haben wir hier den zweiten. Hier gibt's auch nochmal Odinsmarken, wieder mehr Seasonwährung, was auf jeden Fall auch sehr schön ist. Und dann können wir hier einmal aufs Kreuz gehen. Wunderbar. Wir haben drei neue Angebote und zwei neue Events. Einmal hier noch die VIP-Woche und dann hier abneuische Würgewolke. Das ist als Sammlung. Den werden wir uns aber wahrscheinlich nicht holen. So, dann können wir hier schon mal wieder zwei Eier mitnehmen. Eins und zwei. Und dann können wir auch noch hier unten die Runen. Gut, da kommen wir ja eh gleich noch hin. Und das ist ein gratis Paket. Gut. Genau, sammeln wir erstmal hier ein bisschen Fisch ein, damit unser Lager erstmal soweit ganz gut gefüllt ist. So, dann kann nämlich der Kollege wieder los. Und dann können wir den noch losschicken. Und da haben wir unser Lager fast voll. Dann können wir gucken. Ohlenzahn hat uns jetzt 43 Runen mitgebracht. Da habe ich es leider gestern ein bisschen verpatzt, 4 zu kaufen. Aber ist nicht so schlimm, wir hätten sowieso nur einen Teil gekriegt und jetzt habe ich ihn ja wieder losgeschickt mit 4 Taschen. Da geht das schon. Dann nehmen wir jetzt 240 Runen mit, haben dann hier noch den Tagschatten, der kann natürlich auch wieder los. Hat uns hier an der Stelle nochmal 90 Millionen Fisch gebracht, was auch sehr schön ist. So, genau, hier wollten wir noch füttern, da müssen wir mal gucken, wie viel Fisch dann noch übrig bleibt. Ich muss dann erstmal schauen, welche Kollegen wir jetzt ganz genau füttern wollten. Da muss ich den gleich nochmal gucken. So, du kommst wieder los. Du bist einfach komplett da geblieben. Genau, weil ich hatte dich gestern ja überlegt, ins Training zu schicken. Habe ich dann nicht mehr gemacht und deswegen bist du halt jetzt auch noch da. Na gut, das war ein bisschen blöd, aber egal. Passt schon. Passiert mal. Wir können jetzt erstmal Fleischklops nochmal wieder losschicken. Damit haben wir unsere Reisetrachen soweit wieder los. Hakenzahn ist noch kurz zu Hause, da müssen wir dann mal überlegen, ob ich den daheim lasse oder ob ich den wieder losschicke. Das wird sich während des Videos noch rausstellen, mal schauen. Oder ich vergesse ihn einfach wieder, wie gestern. Genau, wir haben heute 6 Legendäre. Ich weiß nicht, kann ich den Kollegen beschleunigen? Nein, genau. Ich habe extra gewartet, weil die anderen auch erst wirklich seit 10 Minuten ungefähr da sind. Ich habe nämlich extra bis fast 17 Uhr gewartet. Und da kriegen wir das letzte Teil. Let's go. Nee, ich habe bis fast 17 Uhr gewartet, das Video aufzunehmen, weil sonst wären nicht so viele Drachen wieder da gewesen. Hier haben wir das letzte Teil bekommen, das heißt, das ist mit vollständig. Hier fehlen noch 2 und hier noch 21. Da müssen wir mal noch ein bisschen gucken. Ich meine, wir können hier welche bekommen. Okay, jetzt kriegen wir erstmal Fisch, ist auch nicht schlecht, nehme ich auch gerne mit. Dann haben wir nochmal ein paar Runen. So, was gibt's hier noch? Nochmal ein bisschen Holz und dann haben wir auch noch ein Sammlungsstück. Nur leider nicht das, welches wir brauchen. Wir brauchen halt immer noch die Sammlungsstücke von Johann. Und Johann, ja, gönnt halt zurzeit nicht so wirklich. Ich meine, jetzt hat man ja auch wieder nur ein was. Genau. Beschleunigen lohnt sich. Also wenn man das Beschleunigen nur 20 Runen oder so kostet, weil der wirklich fast wieder da ist, dann mache ich es. Aber wenn es jetzt über 100 kostet oder selbst über 50, ist mir schon zu viel. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass dann halt irgendwas kommt, was wir absolut nicht brauchen, ist halt zu hoch. Und da möchte ich das halt gar nicht erst machen. Wir können jetzt erstmal Schleimball ins Training schicken. Das ist nämlich auch einer, der relativ nah an Level 165 steht. Deswegen können wir gucken, dass wir den erstmal hochziehen. Du brauchst auch Eisen, genau. Okay, dann hier, die brauchen aber auch alle Eisen. Die können wir also jetzt nicht ins Training schicken. Okay. Wir haben immer noch einen Haufen Fisch. Der wird ja aber, wie schon gesagt, gleich noch ausgegeben. Also der wird nicht da bleiben. Das wäre auch noch einer zum Hochziehen. Hier habe ich ja auch noch meine Leute. Ich muss einfach mal durchgucken. Prinzipiell haben wir genug. Ich muss es nur machen. Und ich weiß nicht, wir hatten jetzt 10 von 15, ich glaube. Also es geht mittlerweile eigentlich. Genau, 10 von 15 können halt leider meistens nur einzeln hochziehen. Weil, also immer nur einen hoch, weil wir nicht genug Eisen ansonsten haben. Aber ist ja, denke ich mal, auch nicht ganz so schlimm. Kann man, denke ich mal, trotzdem machen. Über die Zeit hinweg. Dauert halt einfach ein bisschen länger. Der Kollege hier kann erstmal wieder ins Training. Dann haben wir hier noch Goldstern-Schädelbrecher. Der Kollege kann natürlich auch wieder ins Training. Let's go. Genau hier hinten haben wir auch schon wieder 2 Leute drin. Auch sehr gut. So, dann einmal wieder hier vor. Hatten wir dich schon wieder losgeschickt? Nein, hatten wir noch nicht. Dann kannst du natürlich auch gerne wieder los. Let's go. Den brüllenden Tod können wir auch wieder losschicken. So,
einmal wieder 22 Stunden. Dann haben wir hier noch den Immerflügel, der kann natürlich auch wieder los. So, die hatten wir schon, das heißt, jetzt bleibt noch einmal der Kollege. Und zu guter Letzt dann noch einmal Granatenfeuer, der ja auch noch hier chillt. Gehst auch wieder los, let's go. Sehr schön. Das passt soweit. Dann können wir jetzt einmal wieder hier vorgehen. Können jetzt unsere restlichen Eisensammler hier noch losschicken. So. Dann noch das, den Fisch einsammeln. Holz. Haben jetzt noch einen Haufen Fisch. Da können wir ein bisschen hier noch ausgeben. So, dann muss ich, wie schon gesagt, noch ein bisschen gucken, wo ich noch mehr ausgebe. Also ich kann den Kollegen zum Beispiel ins Training schicken. Kostet aber Eisen und kein Fisch. Weil zu füttern habe ich jetzt, ich glaube, gerade wieder mal keinen. Was ein bisschen blöd ist. Aber ich glaube, so ist es. Können wir noch ein bisschen durchgucken. Aber an sich waren die, ich glaube, alle erstmal so weit hochgefüttert. Genau. Und das ist wieder ein bisschen blöd eigentlich. Aber da wird das jetzt wahrscheinlich wieder nichts, so wie ich das hier sehe. Ach Mann, ist das nicht ein bisschen schade? Naja, gut. Dann haben wir jetzt noch hier einmal das Gratis-Paket. Let's go. Nehmen wir das einmal mit. Haben 279 Urinsmarken schon wieder. Ich kann ja gleich nochmal gucken, aber ich glaube, das Schätzepaket habe ich diese Woche schon geöffnet. Das heißt, da gibt es jetzt leider keins mehr. Aber ist auch nicht so schlimm, oder? Genau, Schätzepaket hatten wir schon. Dann, nee, hier noch nicht. Wir wollen erstmal noch hier rein. Mal gucken, was wir noch so für tägliche Aufgaben haben, die wir noch machen könnten. Und mal schauen, ob wir vielleicht noch auf genug Bernstein kommen, dass wir auch dreimal tauschen können. Ich meine, 100 Stück fehlen noch. Die könnte man auf jeden Fall noch bekommen. Das kriegen wir noch fertig. Verteidige Berg kriegen wir fertig. Kartenpakete kriegen wir auf jeden Fall auch noch fertig. So, das nehmen wir auch noch mit. Wunderbar. Gut. Und da haben wir auch schon die 3000. Perfekt. Das heißt, wir können hier einmal dreimal losschicken. Damit sind wir wieder perfekt auf der Null unten. Gehen dann jetzt einmal in Verteidige Berg, beziehungsweise nee, bevor wir das machen, können wir erstmal hier noch zwei Markenpakete einsammeln. Nummer 1, Sturmschein, Wahnsinniger Silber, Raufschein, Qualmdrache. Und dann hier einmal Nummer 2 und das ist ein Elite-Paket. Da haben wir noch ein bisschen andere Karten mit drin, wunderbar. Dann gehen wir jetzt einmal in Verteidige Berg rein, machen hier natürlich noch die nächste Flotte fertig. Mal schauen, ob es heute der Tag ist, an dem wir es schaffen. Ja, sieht nicht so aus. Also wenn es so viele Schiffe sind oder beziehungsweise wenn das so weit hinten steht und so viele andere Schiffe davor, eher unwahrscheinlich. Deswegen, ja, irgendwann wird das schon nochmal was. Jetzt halt leider noch nicht, da müssen wir einfach noch ein bisschen warten. Aber hey, wir haben ja trotzdem unsere drei Schlüssel jetzt, die wir auf jeden Fall mitnehmen können. Damit können wir wieder drei Truhen öffnen und kriegen dann bestimmt noch, was kriegt man noch, ein paar Runen nochmal. Vielleicht ein bisschen Zahnräder noch, müssen wir mal gucken. Und dann auf jeden Fall noch die eine tägliche Aufgabe. Dann muss ich auch mal schauen, was dann noch so die täglichen Aufgaben waren. Ja, 110 Zahnräder ist in Ordnung. Gut, dann einmal hier rein. Haben jetzt noch die zwei täglichen Dinge ja auch noch fertig. Wunderbar. Dann können wir jetzt einmal hier rein. Können unser nächstes Season-Geschenkpaket öffnen. Und jetzt ist es wieder drin. Haben wir es jetzt wieder nicht mehr? Aber wir hatten es, ne? Jetzt ist es wieder weg. Hä? Dieses Spiel verwirrt mich absolut. Wir hatten das doch. Ich konnte es mir doch gestern angucken, beziehungsweise ihr habt das Video vorgestern gesehen, aber es ging doch, es war doch da und jetzt ist es wieder weg. Hä, was ist denn los mit diesem Spiel? Ganz komisch. Na gut, öffnen wir mal das Paket, schauen wir mal, ob wir es heute wirklich kriegen. Nö, danke für gar nichts. Wir kriegen nochmal ein bisschen Fisch, Holz und hier ein Heimei. Ja, UPA brauchen wir aber nicht. Geht's in den Schatzhort. Ja, leider nicht ganz das, was wir wollten. Das ist halt wirklich wieder ein bisschen mies. Wie ist denn das jetzt? Wir können auch Leute ins Training schicken, ins Normale. Dann können wir das hier erstmal noch einsammeln. So. Beschleunige eine Aktion. Da gucke ich auf jeden Fall. Jetzt können wir erstmal noch hier 500 süße Eier einsammeln. Sehr schön. Genau. Beschleunige eine Aktion wäre am sinnvollsten hier. Dauert aber alles ewig. Und ja, was noch? Du kannst noch ins Training. Beschleunige eine Aktion könnte man natürlich auch noch machen mit den Kollegen. Gibt es jetzt aber auch niemanden direkt. Gut, 9 Stunden 30 würde theoretisch gehen, aber nee. 3 Stunden? Ja, komm. Dann nehmen wir das, weil da wärmer auch gleich noch ein bisschen was von dem Fisch los.
und haben dann nicht zu viel Fisch übrig. Wobei, zu viel Fisch kannst du eh nicht übrig haben. Aber ihr wisst, wie ich das meine. Hoffe ich zumindest. So, nochmal gefüttert. Und jetzt brauche ich noch ein bisschen Fisch. Da ist jetzt... Doch, hier ist nochmal was. Genau. So. Wunderbar. Ist auf dem nächsten Level. 21.000 Eisen kostet der gute Kollege jetzt. Haben wir jetzt leider nicht da. Deswegen geht das so los. Damit haben wir aber jetzt noch eine tägliche Aufgabe fertig. Können damit jetzt noch dieses tägliche Grobians Pflichtenpaket wieder einmal einsammeln. Also zurzeit erledigen wir das echt oft, was richtig, richtig gut ist. Kann man ordentlich was mitnehmen. Kriegen nochmal Holz, ein paar Runen, bisschen Fisch mit oben drauf. Wunderbar. Und hier nochmal 450 Millionen Fisch. Sehr, sehr gut. Dann können wir jetzt einmal hier in den Spießumlauf reinhüpfen. Ich kann sowieso nur heute Kämpfen machen. Das heißt, wir werden halt wahrscheinlich bis zum Gratis-Paket oder mal gucken. Ich weiß es nicht, ich kann es ehrlich nicht sagen, wie weit. Wir werden einfach mal schauen, ein bisschen was machen und gucken. Aber mehr als diesen einen Kampf jetzt oder diese zwei, also mehr als das, was wir heute schaffen, kann ich nicht mehr machen, weil dann bin ich am Urlaub. Und wenn ich wiederkomme, das sind mehr als 4 Tage, da ist das Ding eh rum. Das heißt, da klappt sowieso nicht mehr. Wir geben hier die 2-Attacke von unserem Skrill, greifen dann mit unserem Sturmschneid noch einmal normal an, gehen dann mit dem Knochenräuber nochmal normal rein und schauen, dass wir den hier auf jeden Fall gut wegkriegen. 3-Attacke vom Skrill, wunderbar, der war weg. Dann sind wir hier und hier können wir jetzt zuallererst einmal natürlich auf den Kollegen gehen, geben jetzt einmal die Schwäche von unserem Sturmschneid, greifen mit dem Knochenräuber normal an und kriegen den hier dann auf jeden Fall relativ gut noch weg, schätze ich mal. Skrill nochmal normal, wunderbar. Sturmschneid wieder einmal die Schwäche, Knochenräuber normal rein. Und dann haben wir den auf jeden Fall gleich weg. Geben hier nochmal die 3-Attacke von unserem Skrill. Damit ist der Kollege weg und wir haben hier gewonnen. Let's go! So, da drehen wir am ersten Glücksrad und wir bekommen hier einmal ein Gratis-Paket. Wunderbar, dann drehen wir direkt am nächsten Glücksrad und hier bekommen wir dann noch einmal 225 Millionen Fisch. Sehr schön, nehmen wir das einmal mit. Dann können wir jetzt hier einmal noch das Gratis-Paket einsammeln, kriegen damit auf jeden Fall nochmal ein paar Odinsmarken. So, das heißt, wir gehen ja einmal wieder raus, können dann hier einmal Nummer 1 öffnen, haben wir gleich 2 drin, so, und kriegen hier nochmal ein paar Odinsmarken. Let's go! Und Knochenräubers Grill, rotes Gift. Und dann nochmal ein bisschen Fisch. Ein Sammlungsstück, leider nicht ganz so ein relevantes. Wir können ja dann gleich mal nachgucken, wohin das jetzt gehört. Aber wie schon gesagt, ist nicht ganz so relevant gewesen. Und hier haben wir dann auch noch einmal Skrill, Knochenräuber, Kronkel. Und auch nochmal ein bisschen Holz, Fisch und Runen wieder. Ja, ist ganz in Ordnung, aber jetzt auch nicht so extrem, sage ich mal. Ja, dann würde ich auch sagen, wäre es an der Stelle schon wieder mit dem heutigen Video gewesen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch sehr viel Spaß und ciao, ciao, Leute.